Hallöchen und wieder ein herzliches Willkommen zurück zu StarCraft II Legacy of the Void. Und in der letzten Folge haben wir angefangen, uns durch diesen Tempel zu prügeln. Das war jetzt relativ einfach, ehrlich gesagt. Aber es wird bestimmt noch weitergehen, deswegen rein da. Wir dürfen nicht zweifeln. Das Glück ist uns hold. Ihr Schrein funktioniert noch. Ah, okay. Sehr gut, er sammelt Energie. Er sollte in Kürze aktiv sein. Na super. Freunde von dir? Nicht ganz. Es scheint, Amons Truppen haben einen Weg in den Tempel gefunden. Wir müssen sie alle töten. Langsam wächst du mir ans Herz, Artanis. Ja. Deine Königin hört dir zu. Die Dämmerung ist nah. Ich diene Karat in Bayar. Was willst du? Wir werden obsiegen. Erkläre dich. Ja, geht. Das klappt eigentlich ganz gut. Ich diene meinem Volk. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Stärke durch Einheit. Unsere Bestimmung. Oha. Ja. Große Veränderungen stehen. Was willst du? Marak. Alter. Verlier keine Zeit. Bring dir es zu Ende. Dann können wir sehen, was dein Schrein uns mitteilen will. Boah. Okay, Regan wurde aber auch ganz schön mit Leidenschaft gezogen. Ich verstehe nun. Die Xel'Naga waren die Ersten. Geboren in der Leere. Ihre heilige Bestimmung war es, das Leben zu fördern und den ewigen Kreislauf fortzuführen. Bei der Entstehung eines Universums manifestieren sie ihr Bewusstsein in körperlicher Form. Die Zerstörung dieser Form zwingt sie zurück in die Leere. All die Zeit warteten sie darauf, dass wir den Schlüsselstein zusammensetzen und den Weg hierhin finden würden. Okay. Mein Volk ist von Amon besessen. Die Kala macht sie zu seinen Sklaven. Doch er hat keine körperliche Form. Wenn er sich von den Templern lösen ließe, könnten wir ihn in die Leere verbannen. Komm schon, Artanis. Vor uns liegt noch ein weiter Weg. Ach, dieses Dream Team, ey. Unsere Bestimmung wartet. Unser Weg ist... Gehen wir. Unsere Feinde werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Zweifeln. Ach du schon, ne? Ihr hattet scheinbar recht. Also, wollen wir dann? Hoffe die Action. Ich führe mit Ehre. Große Veränderungen stehen uns bevor. Erkläre dich. Sprich. Große Veränderungen stehen uns bevor. Unser Weg ist vorgezeichnet. Verlier keine Zeit. Meine Suche geht weiter. Stärke durch Einheit. Wir sollten nichts weiter. Harak! Gut, war knapp hier mit gerade mit Artanis. Hey, da steht er. Das sind aber auch Kämpfe. Muss man ja mal zugeben. Oh, nein. Der Durchgang ist eingestürzt. Wir müssen einen Umweg finden. Die Zukunft gehört uns. Sprich. Er heilt sich. Wir werden siegen. Sie heilt sich und er auch. Unsere Bestimmung wartet. Du kannst erst geheilt, deine Energie lädt sich auf, okay. Ja. Große Veränderungen stehen uns bevor. Scheinbar sind die Tal'Darin beschäftigt. Wir sollten sie angreifen, während sie die Konstrukte bekämpfen.
Was willst du? Was du heute kannst besorgen. Ein kühner Plan. Erkläre dich. In Bayern. Ja, ich hey. Brauche an. So, Bärslinge, hier, komm. Direkt hier durch. Vielleicht kommen wir gleich noch hier an Gegner. Sieht auch so aus, als würden hier gleich noch Gegner kommen, also. Was will. Stärk, ich diene meinem. So, los da. Mich anzugreifen war ein großer Fehler. Die Dämmerung. Ich schenke dir meine Offensprich. Unsere Bestimmung kraftet. Ich schreibe sonst nichts weiter. Und dahin. Große Veränderung. So, ich will noch diese Solarit finden. Hier geht's nicht weiter. Gemeinsam sind wir stark. Dieser Weg ist ebenfalls verschüttet. Vorsicht! Hybriden! Arak in Bayern. Sehr schön. Verlier keine Zeit. Deine Königin hört dir zu. Ich diene meinem Volk. Wir werden auch siegen. Und das war's. Unsere Bestimmung wartet. Läuft eigentlich ganz gut. Also, ich weiß echt. Plan. Echt stark. Große Veränderungen. Voll geheilt und voll geheilt. Stärke durch Einheit. Die Zukunft gehört uns. Die Dämmerung naht. Sprich. Na, da kommt schon wieder welcher. Ulna wird euer Grab sein. Harak in Bayan. Ich diene meinem Volk. So. Wir werden obsiegen. Das haben wir. Ein kühner Plan. Ah, sehr schön, Solarit. Wir dürfen. Unser Vermächtnis ist eure Zukunft. Ich führe mit Ehre. Die Zenaga hat eine angenehme Stimme. Unser Weg ist vorgezeichnet. Stärke durch Einheit. Erkläre dich. Sie kämpfen gegen ein weiteres Konstrukt. Die Dämmerung. Deine Königin hört dir zu. Arak in Bayern. Gemeinsam sind wir stark. Unsere Bestimmung wartet. Was willst du? Sehr schön, das haben wir. Stärke durch Einheit. Unser Weg ist vorgezeichnet. Dieser Amon ist echt ein harter Gegner, der mit seinen scheiß Armeen, ne? Große Veränderungen stehen uns bevor. Kann man nicht meckern. Der hat's drauf, der Junge. Also müssen wir hier gleich wahrscheinlich wieder verteidigen. Die Zukunft gehört uns. Ein Kaldarin dringen in die Hallen der Offenbarung vor. Mach deine Klingen bereit, Templer. Haha. Die Dämmerung naht. Unsere Bestimmung wartet. Wir dürfen nicht. Erkläre dich. Verdammt. Da kommt immer mehr. Ja. Meine Suche geht weiter. Die Dämmerung naht. Was willst du? Komm jetzt aber. Und komm. Ja, jetzt noch das Ding da. Sehr schön. Wir scheinen eine Verschnaufpause zu bekommen. Du bist dran, Artanis. Hui. Es ist eine coole Mission, also das ist auf alle Fälle, muss ich echt zugeben. Es macht Spaß. Unser Weg ist vorgezeichnet. Die Schreine sehen aus, als wären sie mit Piktogrammen überzogen. Woher weißt du, was sie sagen? Den Schrein zu lesen erfordert mehr, als nur Reliefe zu entziffern. Jedes Atom des Steins wurde sorgfältig und absichtlich platziert.
Xel'Naga aus, da füllten die Xel'Naga das Universum mit Leben. Sie haben uns erschaffen, genauso wie sie zahllosen Spezies in anderen Universen das Leben schenkten. Sie beobachten und identifizieren das Potenzial ihrer Abkömmlinge, mischen sich aber niemals in deren Entwicklung ein. Der ewige Kreislauf wird stets der gleiche sein. Zwei Spezies sind dazu bestimmt, sich als würdig zu erweisen. Eine von reiner Wesenheit mit einem unnachgiebigen Willen zu gewaltigen Veränderungen fähig. Und eine andere von reiner Form. Kreaturen, denen enormes psionisches Potenzial innewohnt. Fähig, die Essenz der Xel'Naga zu tragen. Ja. Die Protoss und die Zerg. Reinheit der Form und der Wesenheit. Die Zerg und die Protoss. Doch wenn sich die Xel'Naga nicht einmischen, dann war es Ahnung, der meinem Volk half. Alles, was wir über die Xel'Naga wissen, ist eine Lüge. Na los, Artanis. Wir müssen nicht mehr lange auf unsere Antworten warten. Oha. Ich glaube, das ist die letzte Halle. Halt! Das Tor ist offen. Die Konstrukte zerstört. Der Schrein wird angegriffen! Das kann nur Artanis sein. Wir zögern nicht länger. Niemand wird unsere Rettung vereiteln. Und schön. Die Dämmerung naht. Schlagen wir uns zu dem Schrein durch. Sind wir stark? Was ist Frage? Ja. Stärke durch Einheit. Sprich. Die Dämmerung naht. Deine Königin hört dir zu. Unsere Bestimmung wartet. Gemeinsam sind wir stark. Unser Weg ist vorgezeichnet. Sprich. Ich diene mein... Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Stärke durch... So, einmal heilen. Und dann gucken wir mal weiter. Die Zukunft. So, den Solarit-Kern will ich noch nicht verlieren. Oder übersehen. Ich führe. Dieses Tor ist verschüttet. Wir müssen einen Umweg finden. Ja, das kennen wir ja schon. Der dunkle Gott hat euren Tod gesehen, Kerrigan. Wir bringen ihn euch. Was wolltest du mir bringen? Kannst du es wiederholen? Ach, vielleicht, du bist tot. Sind wir stark. Uha. Unser Weg ist vorgezeichnet. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Ich diene meinem Volk. Die Dämme. Große Veränderungen. Was willst du? Sprich. Stärke durch Einheit. Na super, kommt so ein Superlaser. Unser Weg ist vorgezeichnet. Und jetzt fertig. Ein kühner Plan. Durch Blut und Feuer werden wir wiedergeboren. Die sind alle wahnsinnig. Meinem Volk. Na, ja, das stimmt. Da kommt Licht rein, so wie wenn Sonne ist. Das ist wieder so ein böser Laser. Gemeinsam erkläre dich. Die Dämmerung naht. Große Veränderungen stehen. Ich diene sehr meinem schön. Volk. Ein kühner Plan. Wir dürfen nicht zweifeln. Unser Weg schickt sie in den ewigen Abgrund. In Bayern. Unsere sehr schön. Oh, weg da. Veränderungen stehen uns bevor. Stärke durch Einheit.
Die Dämmerung naht. Wir dürfen nicht, wir werden auch suchen. Unsere sehr schön. Voll, verfolgt mich der Laser jetzt so? Das ist doch fies. Wo ist hier das Solarit? Gemeinsam sind wir stark. Ah, komm schon, Solarit. Bin zufrieden, sobald ich dich habe. Die Zukunft gehört uns. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Stärke. Ich führe mit X. Die Dämmerung naht. Wir dürfen nicht zweifeln. Hier unten kommt der Solarit, glaube ich. Ja, da ist es. Die Zukunft gehört uns. Unsere Zukunft ist eins in der Leere. Gemeinsam sind wir stark. Unser Weg ist vorgezeichnet. Hey, wir haben's fast. Komm, das machen wir jetzt hier noch durch. Wird aufhören eine etwas längere Folge, aber was soll's. Ich führe mit Ehre. Stärke durch Einheit. Ein kühner Plan. Unsere Bestimmung wartet. Für Zeratul. Für Ayur. Euch erwartet nur Finsternis. Große Veränderungen stehen uns vor. Nimm dir keine Zeit. Unsere Bestimmung wartet. Erkläre dich. Im Feuer. Was willst du? Ja. Geschafft. Knöpfe yes. Den Schrein vor Artanis. Deine Götter schulden uns ein paar Antworten. Yeah, sehr gut. Unser Weg ist vorgezeichnet. Emporstiegen, untergingen und erneut entstanden. Sie werden erwachen, wenn die beiden auserwählten Spezies eintreffen. Dann werden ihre Ältesten ihr Leben opfern, um ihre Essenz weiterzugeben. Und rein in Form und Wesenheit wird sie wiedergeboren, als Xel'Naga, einem Hirten des ewigen Kreislaufs. Na, bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten? In der Tat. Kommt, die Kammer des Aufstiegs liegt vor uns und in ihr unsere Erlösung. Oh yeah.
Dein Wille ist nicht so leicht zu brechen, Amon! Die Erstgeborenen fürchten euch nicht mehr! Wow. Alter, wow. Krasse Scheiße. Na gut, die habe ich nicht gemacht. Aber die Best Thing habe ich gut eingesetzt. Alter, wow. Also ist quasi die gesamte Hoffnung futsch. Also wie soll man jetzt Armor noch aufhalten? Selbst die Zellnager sind alle tot. Die alles Leben erschaffen haben. Also, Alter. Oh Mann. Gut. Ich hoffe, euch hat diese, ja, wenn man so will, Twist gefallen. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Cheerio.